Hermann hat neue Proteinprodukte rausgebracht und wir wollen sie uns anschauen. Und das eine könnte richtig geil sein, und zwar ein Bananenpudding, und das andere ist ein Joghurt mit Mango. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alle Hermann-Produkte, Proteinprodukte gibt es hier im Test. Es gibt noch eine neue Mousse, diese Double Chocolate, die habe ich noch nicht gefunden. Aber hiermit haben wir jetzt dann wieder alle Hermann-Produkte abgegrast. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal gerne in der Suche nach den anderen Produkten, dann findet ihr das. Ich freue mich sehr auf die Sorte Banane. Bananenpudding klingt schon mal sehr, sehr gut. Und auch die Hermann-Joghurts sind oft ganz nett. Viele sind so, da gab es so zum Beispiel mal so mit Kirsche Aronia oder in das war, ich glaube, das war Lidl, ups. Da gab es jedenfalls mal so ein, zwei, die ich nicht ganz, ich glaube mit Granatapfel gab es so einen, fand ich nicht ganz so geil. Aber Mango könnte wieder richtig schön sein. Auch Erdbeer war ganz gut, Blaubeere ist ganz gut. Mal gucken, was Mango kann. Aber ehrlich gesagt freue ich mich am meisten eben auf den Bananenpudding. Inzwischen 1,49 Euro, damit viel zu teuer. Kann man dann lieber mal im Angebot kaufen und dann ist das auch sicherlich gut. Übrigens, so diese Proteinmousse Double Chocolate hat dann Lidl auch schon nachgemacht. Haben manche Leute schon gefunden, könnt ihr also mal schauen. Das ist dann Schokomousse mit Schokotopping. Wie gesagt, von Hermann, aber jetzt auch von Lidl. Und wir machen direkt einen Blick auf die Zutaten, Nährwerte. Wir fangen mal mit dem Joghurt an. Die Zutaten wie üblich, laktosefreier Joghurt. Das ist übrigens, schreiben manche Leute auch oft für sie ein Grund, dass sie sich diese Hermann-Sachen kaufen oder auch, dass die eben zuckerfrei sind. Da geht es gar nicht mal nur unbedingt um Protein, sondern man kann so verschiedene Ansatzpunkte haben, warum man sich so etwas kauft. Joghurt erzeugt ist 12% Mango-Zubereitung, heißt nicht, dass 12% Mango drin ist, es sind nämlich nur 4,2%, wie hier steht. Ansonsten Milcheiweiß, entrahmte Milch, Wasser, Süßungsmittel, Erythrit, Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff und Aroma ist auch drin. Die Nährwerte hier, wie üblich 10 Gramm Eiweiß, 6 Gramm Kohlenhydrate, 3,9 Gramm Zucker davon, von der Mango, von der Milch und 0,3 Gramm Fett. Bitte, Hermann, bringt mal einen Joghurt, einen High-Protein-Joghurt raus. Weniger Zucker, also kein Zucker, so wie es ist, nur mal ein bisschen mehr Fett. Ich würde mal so gerne wissen, wie es schmeckt. Wäre bestimmt tausendmal besser. Bananenpudding, entrahmte Milch, Sahne ist hier auch ein bisschen mit drin, 2,4%, mehr als 2,4% Sahne, weniger als 8,5%. Also so ein bisschen ist drin. Verdickungsmittel haben wir hier auch, Aromen, auch hier Laktase, das Enzym, was die Laktose abbaut. 77 Kilokalorien, 1,2 Gramm Fett hier, Kohlenhydrate, etwas mehr Zucker als bei der anderen Sorte, auch hier 10 Gramm Eiweiß. Das ist hier der Mango-Joghurt, immer ein bisschen umrühren. Aber wisst ihr, worauf ich gerade Bock habe? Stichfesten Joghurt mal wieder kaufen, das wäre auch geil. Ich liebe so den Joghurt dann in so Scheiben runter zu löffeln, so raus zu abzuschneiden von der Stichfestigkeit. Bananenpudding. Ja, gerade die sind immer recht feste. Ich rühre die aber auch immer einmal um. Dann werden die so ein bisschen cremiger. Ja, das ist der Bananenpudding. Ich fange an mit dem Joghurt. Lecker. Lecker. Man hat so ganz kleine, die merkt man aber kaum, aber man sieht es. Habe ich jetzt Joghurt im Bad? So ganz kleine Mangostückchen drin. Tatsächlich durch die Bindemittel und alles, was drin ist, ist ja relativ cremig, aber man hat dieses Mager-Joghurt, mager-quarkige, stumpfe Gefühl, das ich halt nicht so geil finde. Relativ süß durch die Süßstoffnote. Mango-Aroma ist auch da, also Geschmack, und man merkt aber auch, dass es künstliches Aroma ist. Also künstlich, es steht natürliches Aroma drauf, aber es ist ja nicht aus der Mango, sondern es ist auf natürlichem Wege gewonnen. Trotzdem ist es Aroma und nicht die pure Mango, weil die Aromen einer Mangofrucht natürlich viel komplexer sind als Aromen einer Mango, die man nachmacht, weil er meistens nicht alle macht, sondern vielleicht die prägsamsten Moleküle nachbaut in Pflanzen oder Bakterien oder so. Deswegen merkt man immer einen Unterschied, warum es anders schmeckt. Bei Vanille merkt man das sehr gut. Esst mal Vanillin und esst mal echte Vanille. Also, ne, schmeckt mir aber gut, wirklich ein sehr schöner Joghurt. Gerade die Konsistenz finde ich richtig gut gelungen. Ist klasse. Dann haben wir hier jetzt den Bananenpudding. Boah, krass, der riecht richtig intensiv nach Banane. So ein bisschen glasig sieht er aus. Alter, wow. Richtig geil. Also Banane ist gefährlich. Weil es sonst, wenn es nicht gut läuft, geht es in Richtung Bananenkondom und das ist nicht geil. Cremig,
vollmundig, wirklich dafür, dass da nicht viel Fett drin ist. Schöne Bananennote, nicht zu süß, nicht zu intensiv bananig, aber doch deutlich. Also das könnte mein neuester, liebster Proteinpudding sein. Ich finde ihn richtig, richtig lecker. Ich bin ein bisschen baff. Also wirklich, der Bananenpudding ist der Obershit. Probiert den gerne mal aus. Und auch der Joghurt ist gelungen. Damit muss ich sagen, zwei schöne Produkte. Ich bin gespannt, wie die Mousse sind. Ich hoffe, ich kriege beide gleichzeitig. Dann kann ich ein schönes Vergleichsvideo für euch machen. Wenn es jemand aus Dortmund gesehen hat, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, diese Sachen hier auch gerne einmal ausprobieren. Und wenn ihr sie probiert habt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen und das Abo, Glocke aktivieren nicht vergessen für den Support. Ich sag danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.